ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid, ohne Kamelle. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Ich möchte gleich, ich wurde eben über einen Termin informiert. Am 26.02. findet das Fallschirmspringen gegen Recht statt. Ohne Fallschirm. ARD und ZDF berichten live. Danke an Dirk und Enrico für die Anregung. So, heute wird es kürzer. Ich habe ein bisschen was auf der Lunge. Das Montagszitat, dieses Mal kein bekannter Philosoph oder Literat, sondern einfach aus dem Leben. Wer das Volk verachtet, hat kein Recht, es zu regieren. Diese Volksverachtung wird immer offensichtlicher und äußert sich in vehementer Hetze mit dem schlimmsten Hass und den übelsten Verleumdungen, die viele von uns schon seit Jahren kennen, sich nun aber auch insbesondere über die Bauern ziehen. Das öffentlich Entrechtete immer ganz vorn mit dabei, mit all den Diffamierungen. Da hetzt eine Agrarsoziologin im NDR über den LSV, also Landschaftsverbindung und die freien Bauern, und stellt sie inklusive Anthony Lee in die rechtsradikale Ecke, nur weil sie sich nicht vom Vorstand des Bauernverbandes einschüchtern lassen und weiterhin Tacheles reden und den Rücktritt dieser infamen Hampelbude fordern. In Zeitz haben 300 Personen gegen rechts demonstriert, davon nach Augenzeugenberichten ca. 150 vermummte Antifa. Auch auf dieser Demo wurden die Bauern durch die Gutmenschen als Nazi beschimpft. Und genau jene haben dann versucht, die Traktoren zu stoppen, raufzuklettern und die Bauern aus ihren Traktoren herauszuziehen. Die Polizei musste eingreifen, um die handgreiflichen Verfechter der Gewaltfreiheit zu stoppen. Es gab dann zwei Strafanzeigen gegen den Veranstalter der Staatsdemo nach § 130 Strafgesetzbuch, weil er unter anderem einem Teilnehmer des Bauernprotestes und seiner Frau zurief: Ihr werdet die Ersten sein, die bald vergast werden. So viel Demokratie muss sein. Schande, genau, Schande. Gab es eine öffentliche Berichterstattung darüber? Gab es eine Entschuldigung, eine Distanzierung davon? Natürlich nicht. In Berlin gab es einen Brandanschlag auf die Mahnwache der Landwirte, der vermutlich nur deswegen nicht gelang, weil die Schwachmaten so dämlich waren, eine Wassertonne anzuzünden. So fit musste in der Birne sein, zum Glück aber für die Teilnehmer. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Im Erzgebirge erfolgte ein weiterer Brandanschlag auf einem Bauernhof. Gott sei Dank keine Verletzten, aber großer finanzieller Schaden. Angeschlagen war dort die Drohung für Leib und Leben, wenn die Bauern nicht mit den Protesten aufhören würden. Moralische Verurteilung in den Medien, überhaupt eine Erwähnung wert, Fehlanzeige. Bereits in der ersten Woche der Proteste wurde in Thüringen ein Brandanschlag auf einem Bauernhof verübt. Auch dazu keine Berichte in den Staatsmedien. Wären es andere Opfer gewesen, hätte es einen Brennpunkt gegeben, direkt nach der Tagesschau. Man hätte Sonderthemen bei den Talkshows angesetzt. Aber es sind ja nur die Bauern, die uns seit Kriegsende mit Lebensmitteln versorgt haben. Alles und jeder, der sich gegen diese widerliche Hampelbude auflehnt, wird niedergemetert und jedes Mittel ist ihnen recht. Hauptsache Machterhalt. Ob man damit Existenzen zerstört, ob man damit Familien vernichtet, ob man riskiert, dass Menschen zusammengeschlagen werden, alles egal. So viel Menschlichkeit, Toleranz und Nächstenliebe, Wahnsinn, vor allem kotzegrüner Wahnsinn. Regierungskritikern werden mittlerweile Konten gesperrt bzw. komplett gekündigt im allerbesten Deutschland. In Pirmasens, Rheinland-Pfalz, ist ein neuer ekelhafter Fall von Kindesmissbrauch und Folter bekannt geworden. Gibt es Demos der sogenannten Gutmenschen dagegen? Fehlanzeige. Ich vermute, es war nur ein deutsches Kind. Der Sohn des AfD-Politikers Lutz Büttner aus Dessau wurde brutal niedergeschlagen von, nach letztem Erkenntnisstand, 7 Personen, unter anderem mit voller Härte gegen den Schädel getreten. Wo ist der Aufschrei? Wo sind die Demos gegen diese Gewalt? Wo ist die moralische Anklage gegen solche pervertierte Form von Demonstration? Aber Hauptsache, Peter, kein Witz, fordert jetzt das Verbot von Karusselltieren wegen Tierschutz. Ja.
Ja, wer hat sie nicht gehört, die armen, gequälten Holzpferde, wie sie vieren, wenn die Kinder sich draufsetzen. Und zum 1.7.2024 erhalten unsere Volkstreter wieder 6,2% mehr. Das wurde ja beschlossen, dass das automatisch erfolgt. Darüber muss gar nicht mehr abgestimmt werden. Also 656 Euro im Monat. Diese Politiker und jeder Vertreter der sogenannten freien Medien oder objektiven Medien, die noch immer nicht aus ihren idiotisch woken Blasen rauskommen wollen, die sich jetzt immer noch nicht davon distanzieren und darüber hinaus mit Hass und Hetze zu dieser widerlichen Spaltung und Gewalt beitragen, machen sich aufgrund ihrer Funktion und Verantwortung über alle Maßen schuldig an all dem, was schon passiert ist und noch passieren wird. Und sollte deren Ziel die Eskalation sein, wovon viele von uns ausgehen, dass es richtig knallen soll, dann sollten wir alle nicht vergessen, wer den ersten Schritt getan hat. Wir fordern weiterhin vehemente, aber friedliche Demonstrationen. Wir fordern das Verbot der Masken, die die Antifa sich ins Gesicht zieht. Sie sollen so wie wir auch ihr Gesicht zeigen. Wir fordern die Stellungnahme der Politiker zu diesen kriminellen Vorfällen. Wir fordern Entschuldigungen für all die Lügen über Teilnehmer unserer Volksproteste und darüber hinaus die öffentliche Distanzierung von diesen gewalttätigen, widerwärtigen Extremisten. Zum Ende noch eine Info für alle, die kreativ sind und dringend Kohle brauchen. Das Propagandaministerium lobt derzeit 50.000 Euro aus. Sie sind am Rande der Verzweiflung. Fußballspiele können nicht mehr übertragen werden, da die Mitarbeiter des öffentlich Entrechteten das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Und zwar wird händeringend ein neuer Name für den Rechtsaußen gesucht. Wir leben in einem Land, in dem die, die die Demokratie jeden Tag mit Füßen treten und weiter zerstören, widerlicherweise über die Erhaltung der Demokratie faseln. Es ist ein Haufen verlogener Karrieristen, denen ihr Land, ihre Menschen und die Zukunft unserer Kinder meilenweit am Arsch vorbeigehen. Unsere Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika je hatte. Und deswegen an die Volkstreter unter der grün gefärbten Glaskuppel in Berlin. Wir sind eure Arbeitgeber und wir sagen euch, ihr seid gefeuert! Micha hatte schon, glaube ich, eingangs alles gesagt zu unserer Kandidatur. Ja, falls es jemand über YouTube bei Daddel sieht, Hallöchen Daddel. Du traust dich noch nicht mal zu lächeln. Ist doch egal, wenn die Kamera wackelt. Also wir kandidieren für den Stadtrat. Wir benötigen 100 Unterschriften von Menschen, die in Aschersleben bzw. den eingemeindeten Ortschaften leben. Bitte? Kriegen wir hin. Ja, schön. Wir werden uns Bürgerliche Allianz für Aschersleben nennen, weil wir damit herausstellen wollen, dass wir gesprächsbereit sind, aber die bürgerliche Mitte stärken wollen und nicht die da oben. Die haben genug Rückenwind von allen Erfüllungsgehilfen, die da bis jetzt in Position waren. Wir werden auch Veranstaltungen machen, die wir noch durchplanen werden, wo wir uns natürlich auch euren Fragen stellen. So, das dazu. Und dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass am Mittwoch die Veranstaltung des politischen Aschermittwoch stattfindet in Gera. Die Stadt Greiz wollte das verbieten, aber ein Anwalt hat auf Basis des Grundgesetzes und der Demokratie natürlich erreicht, dass dieser politische Aschermittwoch stattfinden kann. Mit dabei sind unter anderem Poggenburg. Ich freue mich besonders auf René Fahrle und zum ersten Mal überhaupt ist eine Frau dabei und das bin ich. Und mir geht der Stift, sage ich euch.
Ja, also ich sollte dafür mal ein bisschen werben. Das mache ich auch gerne. Ihr könnt das auf Kompakt, wird es vermutlich live übertragen. Ihr könnt es euch da anschauen. Und da wird es Kritik hageln, dass es nur so kracht, aber natürlich in lustiger Form. Ihr Lieben, viel Spaß beim Spaziergang. Ach ja, und Karin hat gesagt, es ist noch Kaffee da. Kaffee und Glühwein ist noch da.